Alles klar, und jetzt hier und dann runter, glaube ich. Super. Das hat doch schon mal gut geklappt. Och nee, tauchen mit der Steuerung. Nein! Halten Sie den A-Button gedrückt. Schön, dass der A-Button der B-Button ist. Gibt es keine Überlebensinstinkte? Das ist nicht gerade schlau. Mal hier nochmal. Hier ist eigentlich nur was zum Dingsbums. Ist eigentlich nur was zum schnell aufatmen. Ja, kann ich hier. Die Leute, die Tomb Raider Legend kennen, die werden mich hassen. Ich werde hier wie ein Amateur rumpimmeln. Alter, ist es dunkel. Also da fand ich den Jaguar aus Shadow of the Tomb Raider schöner. So, wo haben wir es denn? Optionen. Stimmt. Ist immer ein bisschen schwierig. Ist das für euch noch einigermaßen erkennbar oder nicht? Oder ist es zu dunkel? Ups. Relativ egal, was es ist. Müssen wir da bitte Bescheid geben? Gut, dass der Käfig das überhaupt aushält. Der müsste normalerweise... Ich denke einfach nicht drüber nach. Mit Geduld und Beharrlichkeit. Nein! Gut. Aha. Alles klar. Was haben wir hier? Okay. Das bedeutet, die Dinge auf die Schalter legen. Alles klar. Wir brauchen einige. Ja, ist gut. Okay, 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 okay. Ich weiß ja Bescheid. War das doch genau so. Ein bisschen hier hochziehen. Noch ein Stück. Hallo. Oh. Alles klar. Und jetzt hier drauf springen. Yo. Okay. Das ist kein gutes Jagdrevier, mein Freund. Ja, blöd gelaufen. Und hier gibt's nix. Nix zu essen, gar nix. So, müssen wir mit dem zweiten auch machen. Haben die das optisch überarbeitet? Gerade dieses Gespiegelte ist doch, muss ich ganz ehrlich sagen, also für 2006er Verhältnisse doch ziemlich hart.
Also ziemlich extrem, finde ich jetzt. Deswegen würde ich sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Hätte sein können, dass sie das nochmal bearbeitet haben. Bam! So, und jetzt rüber. So, wir haben jetzt hier zwei Affenkäfige. Ja, alles klar. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn die Rätsel nicht ganz so extrem sind. Dafür aber, dafür kriegt man aber keine Hilfe. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Sprich, das habe ich auch so ein bisschen an Gothic 2 gefeiert, muss ich ja gestehen. Mann, der Laden hier ist einfach irre. Das war damals sicher noch nicht so, als hier alles funktionierte. Das war alles nicht so groß. Okay, die Frage ist, wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich da rüber? Okay, hier kann ich nichts machen. Hier gibt es auch nichts zu finden, ne? Doch, hier gibt es noch was. Gut, okay. Wieso hat das denn jetzt gelaggt? Wieso ruckelt das denn jetzt? Es hat jetzt bei mir angefangen zu ruckeln. Auf dem Monitor. Liegt es da dran? War das schon immer hier im Spiel? Ich meine schon. Ich warte einfach nochmal und gucke dann später nach, was denn da so ruckelt. Jetzt hört es auf zu ruckeln. Okay. Ich glaube, es liegt daran, dass hier so eine Art Level-Change ist. Warum das jetzt hier gerade so zumindest auf dem Monitor ruckelt. Vielleicht liegt es auch einfach nur an dem Raum. Lauf! Oh, verdammt, weg da, los! Ich hab doch nach unten gedrückt! Oder muss ich das mit dem Steuerkreuz machen? Och Mann! Ist vielleicht gar nicht mal schlecht, wenn es gerade mal neu lädt. Oh, verdammt, weg da, los! Ah, ich muss. Okay. Und ich atme noch. Das ist doch schon mal super. Das ist super. Ich glaube, man kommt da später oder man kommt da gleich nochmal anders dahin. Weil ich habe da nämlich noch so einen versteckten Schatz gesehen. Die Frage ist nur, wie komme ich in diesen Schatz rein? Gehen Sie über eine Kante, um sich fallen zu lassen. B und nochmal B und nochmal B. Oh, ist das mies. Okay, lass mich mal ganz kurz überlegen, was ich da jetzt... Ich wechsle jetzt doch mal die Waffe. Okay. Ja, natürlich. Von all dem steht nichts in den Büchern, aber ich denke, die Teile hatten einen zeremoniellen Zweck. Wenn das so ist, möchte ich die Zeremonie lieber nicht sehen. Da hast du recht, Lehrer Maus. So, das haben wir. Jetzt müssen wir ein bisschen überlegen, wie ich da hochkomme. Wenn das überhaupt der Fall ist.
war schon richtig so. Ist nur. Wenn man von da oben kam, ich ansonsten geht es hier nicht weiter, okay. Gibt es auch bestimmt irgendwo noch einen Gang, wo ich zurück kann? Ich will diesen einen Schatz da haben. Der ist mir jetzt so ein kleines Dörnchen im Auge. Okay, da muss ich hin. Kleine Lara. Oh, wie die alle damals aussahen. Schon lustig. Lara, hast du etwas für das Feuer gefunden? Lara, was? Nein, zurück! Großer Gott! Was ist das? Da ist etwas im Licht. Bleib hier. Was? Wer bist du? Was? Was ist mit meiner Tochter? Sie hat es nicht böse gemeint. Tu ihr bitte nichts. Was ist passiert, Mutter? What? Wer ist da? Oh Gott! Ich würde ja ganz schnell ganz weit weglaufen. Mutter! Aber nein. Alles klar, so ist die Mutti also fortgekommen von der Lara. Feuer einstellen! Lara Croft! Ich hatte gehofft, Sie kennenzulernen. Ganz ruhig. Wir wollen nur reden. Ja, nur reden, ist klar. Ich bin ganz ohr. Die Brücke ist ein bisschen komisch. Haben Sie einen Teil hiervon gefunden? Sind Sie deshalb hier? Wo haben Sie das her? Das ist unwichtig. Allein, was es bewirkt, zählt. Wissen Sie es? Was ich weiß, geht Sie nichts an. Sie wissen es also nicht. Und Sie haben keinen Teil. Amanda sagte, dass Sie schlampig sind. Sie hätten in Paraíso besser aufpassen sollen. Amanda? Amanda ist tot. Was wissen Sie von Paraíso? Das Gespräch ist beendet. What? What the fuck? Alter! Boah, du Ratte! Jawohl, Sturmgewehr. Komm her zum Mutti. Nimm nochmal einen Dingsbums. Jawohl. Wie? Ich kann nur zwei Waffen haben. Ja, dann nimm ich Sturmgewehr, ist doch klar. Wie, du lebst noch? Du Lümmel. Alter Schwede. Es gibt mehrere.
Autsch. Du hattest recht, Vater. Wie war das? Keine Müdigkeit vorschützen. Wir haben noch was zu erledigen. Obwohl, nee, von der Helligkeit geht's eigentlich. Das klingt doch richtig gut. Guck jetzt gerade aufs... Nochmal aufs iPad. Nö, passt eigentlich soweit. Ganz gut, kann man nicht meckern. Alles klar. So, Glückwunsch. Sie haben einige Objekte, geheime Objekte freigeschaltet. Biografie, Objektmodelle, Zwischensequenzen. Sie haben ein Zeitspiel freigeschaltet. Wählen Sie im Hauptmenü Level Laden und aktivieren Sie den. Okay. Interessiert mich eigentlich weiter. Schwierigkeit. Ja, Mittel ist in Ordnung. Gewähltes Kostüm, ja. Wir können auch verschiedene Kostüme für die Lara freischalten. Ich war eigentlich ganz happy. Hab mir damals einen 100% Spielstand. Du hast von den Rutlands gehört, oder? What? Tja, das war der jüngste Sohn des US-Senators James Rutland. West Point-Absolvent. Viel mehr hat er nicht gemacht. Zeig mir das Filmmaterial. Willkommen, Lady Croft. Muss Ihr Handgepäck geleert oder gefüllt werden? Winston, sehen Sie sich das an. Es ist fast identisch, nur anders aufgebaut. Identisch? Womit? Mit etwas, das ich mal in Nepal gesehen habe. Weit entfernt von irgendwelchen Inkas. Ah, und Sie glauben, es ist ein... Mein Monitor sieht genauso aus. Was für ein Schwert? Eher von einem weiteren Schwert. Wirklich? Ich finde möglichst viel über diesen Rutland heraus. Auch ganz viele Post-its dran. In Peru? Er hat Paraíso erwähnt. Er hat angedeutet, es gebe dort Informationen über die Artefakte. Er sagte, du warst in Paraíso. Was ist dort passiert? Und wer ist Amanda? Amanda, Alistair, der mich knutscht. Sieh dir die Bilder an und finde einen Zusammenhang. Wer kennt's? Bart Simpson. Ruf Anaya an. Sag ihr, wir treffen uns Samstagmorgen in Paraíso. Okay, die hat die Auswahl zwischen einem alten Mann, einem komisch, gruselig aussehenden... Muskelprotz. Die scheinen sich zurzeit über Besucher nicht gerade zu freuen. Oh, wir sind hier bis an die Zähne bewaffnet. Ich bin eben immer gern gut vorbereitet. Was von Anaya gehört? Sie hat gesagt, sie erwartet dich an der Statue am Marktplatz. Da sind wir wenigstens ungestört. Alles klar, das ärgert mich, dass wir in dem Anfangslevel nicht Dingsbums gekriegt haben. Ja, ich komme hier, glaube ich, nirgendwo in diese Sachen rein. Also man muss einfach nur hier ein bisschen rumlaufen. Färbt sich das Fadenkreuz grau? Ist das gewählte Ziel außer Reichweite? Okay. Visieren Sie den Left Trigger an. Was? Ah, okay, alles klar. Nein, ich will da nicht hoch. Drücken Sie den X-Button, um ihn zu ziehen. Okay. Ah, ich verstehe. Gibt also mehrere Möglichkeiten. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal überall hinlaufen, aber ich glaube, hier kann man nicht viel machen. Oha, hallo, da machen wir Lara. Mit. Ist dir aufgefallen, dass die Straßen eben noch nicht leer waren? Und ich habe mich so bemüht, nicht aufzufallen. Ich hoffe, die fürchten sich vor mir und nicht vor etwas anderem. Hier ist nichts. Nur ein Haufen Tonscherben, übersät mit den Leichen alter Freunde. Wenn ich geahnt hätte, wohin das führt, hätte ich dir nie von Bolivien erzählt. Und doch bist du hier. La Paz ist nicht so weit weg. Die Vergangenheit auch nicht. Ich komm nach! Ich sehe dich! Ruf Anaya! Sag mir, was ist denn hier? Ja. Das war dumm von mir. Oh, da kommen noch mehr. Aus dem Bekleidungsinstitut, ist klar.
Oha, jetzt aber, jetzt kommt der dicke Otto hier raus. Alles klar. Los, hoch mit dir. Ja, die Waffe nehme ich hier. Das geht aber rund. Ja, eine Granate auf das anvisierte Ziel zu werfen. Granate, Granate. Muss natürlich drüber laufen, um die einzusetzen. Ihr habt keine... What the... Sprengt sie! Was? Guck mal, da hat's Bumm gemacht. Du machst uns auch gleich Bumm, du Lümmel. Boah! Ratte. Wo bist du? Dich krieg ich auch noch, Arschkeks. Ja, ist klar, natürlich. Okay, war's das? Oder war's das nicht? Bin mir nicht ganz sicher. Super. Für die andere keine Muni mehr, aber dafür genug Granaten. Hallo? Nee, Granaten sind voll. Okay. Ich würde mich jetzt trotzdem nochmal umgucken. Nein, ich habe keine. Gut. Ich sammle hier nochmal ein bisschen Zeug ein, weil ich glaube, das werde ich brauchen. Und werde nochmal gucken, ob ich noch ein paar Geheimnisse und so ein Geschiss finde. Bevor ich jetzt hier mit der Story weitermache. Ist ein bisschen schwierig hier, weil das nicht ganz so offensichtlich ist wie bei den anderen. Hier irgendwo rein. Gibt es hier irgendwelche Geheimnisse? Ich meine schon, weil ich meine, du kannst ein paar Schränke öffnen. Um hier ein paar Geheimnisse zu finden. Kann ich auch rennen? Nee, ne? Kann ich nicht. Okay. Das kann ich nicht öffnen. Muss auch da hoch können. Okay, wenn man da hoch kann ich. Okay, gibt es eine Leiter. Alles klar. Ich hoffe, ihr seid noch bei mir und habt Bock, weil ihr doch recht still seid. Okay, da kann ich nicht lang. Schade, schade, schade. Ah! Nein! Boah! Hier hoch? Komme ich hier runter? Nein, ich komme nur hier drauf. Der bringt... Gut, alles klar. Ich will mich nicht beschweren. So, da hoch komme ich auch. Lauf, Lara! Ich finde es cool, dass man hier mit Y beschleunigen kann. Weiß nicht, ob das mit den anderen auch ging. Ob das bei den anderen Tomb Raiders auch ging, weiß ich nicht so ganz. Okay, hier gibt es eine Grenade. Ansonsten sehe ich jetzt nicht, wo ich hätte noch woanders hingehen können.
Alles klar. Wo kamst du denn her, du Lummel? Mensch, Mensch, Mensch. So. Nee, ich habe jetzt nirgends gesehen, wo ich noch hätte was finden können. Finde ich zwar ein bisschen komisch, dass es hier nichts versteckt gibt, gerade bei diesen Dingern. Warte mal, warte mal, warte mal. Gibt es hier in Kästen irgendwas? Ich weiß es nicht. Aber ich würde gerne alles mitnehmen. Hier gibt es ja genug Muni. Nee, hier kann ich nur ein bisschen tricksen. Ich gucke hier trotzdem nochmal. Nein, 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 nein. Ah, oh, falscher Knopf. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Nö. Finde ich ein bisschen weird. Nö, Lara kann hier nicht durch. Ja, hier ist eine Wand. Ich laufe gegen die Luft. Der Luftzug ist zu stark. Hui. Super. Okay, dann mache ich. Das habe ich gefunden. Ich verstehe. Wenigstens etwas bin ich nicht ganz so mit leeren Händen hier lang gelaufen. Alles klar, bis später, Justin. Ich will. Alaya hat eben angerufen. Sie wird von Söldnern verfolgt. Sag ihr, ich bin unterwegs. Okay. Yo, Alter.